losgehen, kann direkt losgehen mit Ian Gitzora. Okay, also Ian hat hier gerade den Knie Gunner auf meiner Switch erstellt. An sich auch kein... Also schon cool. Macht schon Spaß, den zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich... Da kann ich nichts gegen sagen, aber... Jetzt habe ich einfach mal einen Gunner an meiner Switch. Okay, ja, wie sieht's aus? Also nicht gut gerade für Ian auf jeden Fall. Ich glaube, der Charakter funktioniert auch nur dann, wenn man wirklich... Ja, also es ist größtenteils die Downby, ne? Soweit ich weiß, ist die Downby so das, was die Gunner so schwer zu besiegen macht. Die Fair natürlich so auf Midrange auch immer ein sehr gutes Tool, weil man nicht weiter näher rankommen muss als, ja. Ja, genau, die Downby. Die Downby ist, glaube ich, ein Problem. Und ich glaube, er hat sogar noch eine Attacke, wie die ist, aber die hat er jetzt gerade nicht dabei. Ja, mal gucken. Also, jetzt gerade sieht das auch gar nicht mehr so schlecht aus. Was hat er für Killmoves? Back Air auf jeden Fall. Oh, was man fast gesehen hat gerade. Die Up Air von Gunner ist auch ziemlich interessant. Vielleicht sehen wir die ja auch nochmal. Bei so einem Jump Read oder sowas. Ja, die Side-B scheint auch besser als die von Varmus zu sein. Es wirkt so, als ob mehr als eine von denen draußen sein kann, im Gegensatz zu den starken von Samus. Oh, okay. Ja, okay, er hat versucht, hier nochmal ein Defense zu bekommen. Ob er da nochmal rankommt. Ja, Tatsache. No. Stage Control. Ja, aber wieder auf Stage. Ja, schauen wir doch mal. Letzter Stock hier auf jeden Fall gerade für Ian. Ian mit Lee Gunner. Okay. Ich will einmal ganz kurz gucken, wie das bisher aussah. Hat er denn noch weitergespielt? Okay, also... Oh, Stock ist immer noch da. Noch eine weitere Chance für Ian hier. Vielleicht noch einen Stock zu holen. Also ich sehe... Ja, Ian hat... Wahrscheinlich schon Mii Gunner gespielt vorher. Zumindest nicht so eine gute Leistung wie sonst immer. Ich denke mal, da war der Mii Gunner irgendwie auch am Start. Flora dafür. Und jetzt gerade, also Ian hat 3 Sets verloren und 2 gewonnen. Dann hat Syntec jetzt im Moment. Eistee. Eistee würde damit weiterkommen als dritter Seed im Moment. Oh oh, hier. Herunterfahren? Nein. Nicht herunterfahren! Oh, ja, funktioniert. Okay. Ja, erstes Game geht also an Flora. Ja, Eistee hier tatsächlich mit der Chance weiterzukommen, hat bisher nur gegen SDN und Flora gewonnen, verloren. 4 Games gewonnen und damit. Ja. Ich glaube, damit schon mal safe weiter, ja. Oha, okay, also Eistee hier direkt bei seiner... Ich glaube, er war vor 3 Jahren schon mal hier, meinte er eben zu mir. Oh, wir sind Steve. Okay, vielleicht hat Ian einfach generell so ein bisschen Matchups getestet und Charaktere ausprobiert. Also wir sehen hier nicht nur einen Mii Gunner, sondern auch Steve von Ian. Bin ich mal gespannt, also da kann ich mir tatsächlich schon eher was drunter vorstellen. Den hat er auch in Turnieren vorher gespielt, gegen uns. Also schauen wir doch mal, was dabei rauskommt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. 100%. Aber selbst mit diesem Sieg, also ich glaube, das ist gar nicht mehr möglich, für ihn hier gerade
weiterzukommen. Weil was er halt schlagen müsste, wäre 4-2. Er hat 2-3. Kann höchstens 3-3 werden. Ich glaube, das ist nicht unmöglich. Okay. Aber dann schauen wir doch mal. Vielleicht würde er hier noch was an der Reihenfolge ändern. Es könnte ja auch sein, dass Ice-T dann ein zweiter Seed empfohlen würde. Ich glaube, noch auf dem dritten Feld. Falls sie das hier nicht gewinnen sollte. Wie gesagt, Top 3 kommt weiter in den Pool. Wir haben hier Diamant auf Steve drauf. Ah, schön mit der Range einfach durchgehauen. Also, da scheint Flora das erste Mal gegen zu spielen, weiß sie genau, was sie tun muss. Oh, einfach durchgehauen. Ja, okay. Schön auf Max Range. Okay, also Last Stock für beide. 58% aber und bisher Flora mit wenig Problemen zu killen. Wir haben aber auch eben gerade gesehen, dass Ian durchaus mit diesem Charakter kombon kann. Diamantschwert ist ja anscheinend auch am Start. Wollen wir noch mal gucken. Okay. Okay, so. 118%. Flora fischt hier schon nach der Back Air. Oh, oder nach dem Up-Smash. Oh, nach generell allem. Einfach nach dem Kill. Ich glaube, so nötig ist es jetzt gerade noch gar nicht. Wobei natürlich Steve auch echt insane early killen kann mit dem Diamantschwert. Da kommt die Frame Trap. Oh, und sie wirkt. Schön mit dem Hammer. Schön gewartet, sehr lange. Aber selbst der minimal aufgeladene Hammer reicht hier schon.